So, herzlich willkommen zum neuen Video mit dem Unterfangen in den Bergen, wo ich fast nicht mehr rausgefunden habe. Und zwar wollte ich von Tabernas über den Berg Richtung andere Seite, da in den Nationalpark vom Cabo de Gata. Und ich musste zwei Teile machen vom Video. Jetzt seht ihr den ersten Teil und der zweite Teil kommt dann gleich. Okay, dann lassen wir es los und viel Spaß. Kleiner Stopp im Texas Oasis. Kleines Westendorf. Hatte ich gerade kurz Besuch. Und tschüss. So, ich fahre jetzt da in dieses Naturschutzgebiet und über den Berg hoch hinaus auf Piste nach Almería. Hier hat es sogar noch ein paar Bäume entlang des Flussbettes. Ja, was das heißt, weiß ich nicht. Hier stehen ein paar Franzosen auf einem verlassenen Grundstück. Da wieder ein Schild, Naturpark. Schon interessant, da rechts geht auch die Piste hoch. Hier ist er noch geteert. Steil. So, wir müssen hier durch. Also die Straße ist manchmal schon ziemlich verbraucht. Ah, da kommt ein LKW runter. Muss ich gucken, ob ich da ausweichen kann. So, da kommt einer runter. Militär, hä, war das? Ich habe ihn gesehen zum Glück, weil sonst man kann ja da nicht kreuzen. Ja, das ist ein bisschen wie in Albanien früher. Sehr schön. So, hier sieht es ja echt interessant aus. Ein paar Bäume noch. Alles grün da oben. Also da hat es Wasser. So. Aha. So, ein paar Fußgänger. Jetzt bin ich schon so weit oben. Hey. Es ist Wahnsinn. Es hat immer wieder so extreme Schlagerlöcher. Also mit Heckantrieb geht es auch, aber Bodenfreiheit muss man schon haben. So, jetzt habe ich schnell angehalten, um das einfach zu genießen. Diese wunderbare Aussicht, da unten ist die Westernstadt ja. Und hier alles hügelig, hügelig, ja, es windet ein bisschen. So, das habe ich noch vor mir. Zickzack. Und ich fahre jetzt weiter. Da hoch muss ich noch zu diesen Türmen. Noch ein Stück. So, noch als Tipp für alle, die Untersetzung haben. Ich fahre jetzt hier mit der Untersetzung hoch, weil hier habe ich halbe Gänge. Das heißt, ich habe einen halben Gang 1, Gang 1,5, Gang 2, Gang 2,5. Und manchmal ist das 2 ist, zu hochtourig und das 3 ist zu niedrigtourig und dann hat man dann die Möglichkeit eben 2,5 zu schalten, was einfach besser ist da im Gelände. Also der niedrige Gang, der ist nicht nur dafür da, dass man gut anfahren kann, sondern den kann man auch so gebrauchen. Auch im Sand übrigens, da fährt man zum Beispiel in 3 an, dann hat man 1,5 eigentlich.
weil man den ja immer halbiert. Wunderschöne Aussicht, ein Traum, ey. Ja, der Radstand ist schon geil gegenüber früher. Ich muss da nicht so weit ausholen in den Kurven. Ja, mit meinem früher wäre das ja auch gegangen, aber sicher nicht so einfach wie mit dem. Ja, und denkt dann ja nicht, ich mache das mit links. Jetzt muss ich schnell schalten, weil hier die Straße ziemlich kaputt ist. Jetzt gehe ich im halben Gang hoch, schön langsam. Eben, ich mache das nicht mit links, ich bin da auch ein bisschen angespannt. Angst ist immer ein Begleiter von solchen Dingen. Es sei denn, man ist schon das 10. Mal drüber. Aber wenn man das erste Mal fährt, ja, ist es glaube ich normal, wenn man ein bisschen Angst, Respekt hat. Aber bis jetzt ist alles überschaubar. Es kommen immer wieder massive Schlaglöcher. Jetzt fahre ich momentan gerade in den Gang 1,5. Was sich hier als gut erweist. Da sind wieder ein paar Touristen. Da habe ich gerade eine enge Kurve hinter mir. Da musste ich runterschalten, Gang 1 bzw. 2 halbieren. Ja, auch hier hat sicher Einzelbereifung Vorteil, einfach größerer Umfang und die lassen sich mehr zusammendrücken. Das war jetzt eng. War ich wieder im halben Gang, weil wieder enge Kurve, Schlaglöcher. Sieht schon wahnsinnig aus, he? Da bin ich hochgekommen. Es hört nicht auf. Jetzt geht's wieder mal runter kurz. Erholung. So, ich glaube, ich habe das Schlimmste hinter mir, weil jetzt bin ich so halbwegs auf dem Berg. Es ist nicht mehr so steil. Ja, der Reifendruck macht man natürlich auch ein bisschen runter. Ich bin, glaube ich, nur bei so 4,5 Bar, damit das schön federt. Ja, und da oben hat es tatsächlich noch Wald. Der sollte eigentlich überall sein, aber wenn man anfängt abzuholzen, dann trocknet die Erde aus, das Wasser geht weg und dann hat man eigentlich genau das Resultat, das wir hier vorfinden. Nur noch Büsche. So, wieder angehalten. Da hinten sieht man übrigens Texas, Hollywood. Die Landschaft, die Autobahn mitten durchs Gebirge. So, weiter. So, jetzt ist es ein bisschen entspannter zum Fahren. Die Anspannung hat sich jetzt ein bisschen gelöst. Ich fahre meistens im 1,5 Gang hoch. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja, und gerade da, wo es Steine hat, mit dem Gaspedal, da muss man feinfühlig umgehen, nicht einfach voll Stoff geben wie ein Ochse, weil sonst dreht er durch, immer schön gleichmäßig, leicht variierend und dann ja, nützen sich die Räder auch weniger ab, weil man hat so die beste Bodenhaltung, den besten Grip eigentlich. So, jetzt fahre ich mal im Schatten. Geht's in den Wald. Wald ist ein bisschen übertrieben, aber ja, es hat Bäume. Muss ich noch auf die Bäume aufpassen. Hinter mir staubt's. Aber ganz schön, ganz schön. Da ein paar Bäume sind, das ändert die Landschaft zu einem richtig schönen Bild. Da ist alles ausgewaschen. Der Teer ist weg.
Also wunderschön, also hier gefällt es mir. Ich merke schon, sobald Bäume da sind, ich weiß nicht, irgendwas verändert sich in meiner Stimmungslage. Glücksgefühle. So, hier auch dieses Bild, die Bäume. Ich kann leider nicht so viel runterschauen wie hier, ich muss auf die Straße achten. Aber den kurzen Blick, das ist herrlich, es ist herrlich. Ja, einfach nur schön. Ui, ich muss noch da hoch fast, nicht ganz. Hinter den Turm auf jeden Fall. Es ist, ja, doch noch einige Höhenmeter. Wieder ein paar Felsen. So, jetzt muss ich wieder schnell in halben Gang. Ziemlich große Schlaglöcher. Jetzt bin ich im ersten. Und ist doch eng da. Und die Kabine wackelt hinten. Aber es hat genügend Abstand. He? Also diese Bäume hier, ich kenne die nicht, aber das sind glaube ich die ursprünglichen. Nicht jetzt die da, sondern die da vorne. Die gibt es auch in Marokko, glaube ich, wo die Ziegen hochgehen. Ich glaube, die sind ziemlich hitzeresistent. Also die meine ich. Ich fahre gerade wieder über ein paar Auswaschungen, jetzt ist es wieder gut. Ja, ich denke, früher war die ganze Landschaft so hier, vor x 100 Jahren, ist einfach schade. Weil dann geht alles kaputt, wenn man alles Holz wegnimmt. So, hier gab es eine Verzweigung, links oder rechts. Ich fahre rechts. Das geht, glaube ich, nicht ganz hoch, aber hier ist die bessere Piste. Also noch Satellit habe ich das gesehen. Auf der anderen Seite geht es runter. Ich könnte natürlich auch ja, die andere nehmen, aber da habe ich per Sat gesehen, die ist, glaube ich, nicht so gut. Jetzt versuche ich es da mal hier. Ja, da ist super. Straße. Jetzt muss ich da links rüber, über den Kamm irgendwo. Mit dem Bike wäre das sicher auch toll. Also es geht wieder leicht runter. Ja, wenn dann da halt so Äste kommen, die machen nicht viel, aber ich fahre da ein bisschen in die Büsche rein. Wunderschöne Aussicht. So, jetzt komme ich langsam auf die andere Seite rüber. Da halte ich dann mal an. So, hier ist glaube ich ein schöner Aussichtspunkt. Hier halten wir an. Wunderschön, sichere Stelle. Ja, perfekt. So, jetzt mal die Aussicht genießen. Ich habe jetzt das Mikrofon angesteckt, weil es windet extrem. Ich versuche es abzudecken, so gut es geht. Ja, hier fängt es langsam an mit den Treibhäusern. Hier die unendliche Berglandschaft, da fehlt einfach der Wald, drum diese Erosion. Und hier hinten noch Texas Hollywood und so. Und auch das Dorf. Eben das Dorf Tabernas. Also wunderschön, es windet zwar extrem, mein Kühlschrank
Der hat es richtig rumgeschleudert, das Zeug da drin. Ich muss ihn da putzen, das ist dann der Preis. Da hinten übrigens sogar Schneeberge. Das wird bei Granada irgendwo so ein Berg sein. So, ich habe beschlossen, dass ich nochmal zurückfahre. Und zwar zu der unterhalb der Antenne. Ich will mir das auch noch ansehen. Da geht auch eine Piste runter, die will ich mir ansehen, aber vermutlich werde ich diese hier nehmen. Aber dann habe ich beides abgefahren. Also nochmal ein Stück zurück, dann kommt die Verzweigung. So, hier ist die Verzweigung. Jetzt gehe ich da mal gucken. So, also die Piste, die führt jetzt da ganz hoch hinter den Turm. Die wurde vermutlich auch für den Turm gebaut. Da hinten wieder die Schneeberge, die sind glaube ich über 3.500 hoch. Und wir fahren jetzt noch ein Stück hoch, ja. Ja, wenn die ganze Landschaft so wäre mit den Bäumen. Einfach schade. Ja, einfach schön. Also das empfehle ich jedem Offroader, hier mal oben durchzufahren nach Almería. So, hier ist ein Baum. Rechts ist ein Wasser, eine Auswaschung Tiefe. Deswegen muss ich da langsam fahren. Und hier ist geteert. Ja, manchmal muss ich richtig zwischen den Bäumen mich durchzirkeln. Hier ist wieder eine Auswaschung. Da gehe ich jetzt rüber. Ist nicht so schlimm. Ach ja, die Sperren braucht es hier gar nicht. Das geht gut ohne. Da muss ich wieder links rüber. Immer wieder so Bäume. Da kann ich einfach ganz links rüberfahren. Ja, bis jetzt bin ich der Einzige außer dem Militärfahrzeug. Habe ich noch keinen gesehen. Bin auch spät dran. Ist schon Nachmittag. So, ich bin so gut wie oben. Noch ein paar hundert Meter. Da vorne sind die Türme. So, die Türme sind jetzt links von mir. Da habe ich es dann bald geschafft. So, ein richtiges Gebäude noch. Hä? So, ich bin oben. Jetzt fahre ich noch ein bisschen nach vorne. Und zwar bis zu einer Kreuzung, wo es links runter geht, wieder zurück. Man kann da also auch einen Rundweg machen. Oder eben rechts nach Almería. Also da sieht man die andere Piste. Ich könnte jetzt da wieder zurückfahren. Auf einer anderen Piste, da beim Hof geht die vorbei. Und da sieht man die auch. So, die ganz Mutigen können da links noch auf dem Berg hoch. Mit dem Jeep ist das sicher kein Problem, ich lasse das lieber. Also ich bin immer noch am Hochfahren, aber irgendwann geht es dann rechts weg. So, ich habe jetzt angehalten, da drüben ist der Turm, da bin ich gekommen. Hier gibt es eine Piste, die runterführt, aber ich glaube, die ist zu steil, zu extrem, da fährt fast keine durch. Da gucke ich jetzt mal. Hier kommt man eigentlich wieder zurück. Jetzt muss ich da irgendwo dann wenden, weil ich dann wieder zurück muss auf die erste alte Piste. Ja, und hier sieht man das Plastikmeer leider, es ist ja schlimm. Da hinten sieht man Cabo de Gata.
da will ich dann hin. Und ja, und da unten hinter dem Felsen ist Almería. Also der Google von Navi, der kennt das auch, der würde mich jetzt da durchführen. Aber ja, hier geht's noch, aber ich glaube ein bisschen zu steil. Also hier nicht, aber ich weiß nicht, was noch kommt. Die andere ist sicherer als die hier. Ja, also hier fährt keine mehr durch, man sieht keine Spuren mehr. Ich denke, man kommt nicht weit. Irgendwann ist die Straße kaputt, vorbei. Also, da kann ich sowieso nie und nimmer durch. Auch ein Jeep vermutlich nicht. Alles gut. So, ich stehe jetzt hier auf einem Felsen. Da unten ist Almería. Rechts das Dorf, links das Plastikmeer. Da gibt es noch Wanderwege. Tja, hä? Da unten eine Piste, das wird die sein, die da hochführt. Aber ich glaube, die ist nicht mehr passierbar, keine Spuren. Ja, dann wende ich doch einfach wieder. Hier kann ich ja gerade wenden. So, ich habe wieder gewendet. Jetzt geht es wieder zurück auf die andere Piste. Jetzt habe ich das auch noch gesehen. Also man könnte da auch weiterfahren, links, und dann kommt man wieder zurück nach Tabernas. Dann hat man eine Rundfahrt gemacht, wie schon gesagt. Jetzt kommt mal einer entgegen. Der hat mich schon gesehen, der wartet vermutlich. Ja, wo ist er denn? Der ist da runter. Ja, Wahnsinn, die Aussicht. So, jetzt sind ein paar Bäume über das Fahrzeug gestreift. Solange die Äste dünn sind, macht das gar nichts. Der Alkoven hebt sie hoch. Und dann geht es über die Solarpanel. Da sieht man die Autobahn, wie sie über das Gebirge drüber fährt. Wahnsinn. So, geht runter und runter. Die Angie guckt zu. So, hier gibt es wieder ein paar Auswaschungen, langsam. So. Balken rechts oben, einer links unten. Muss ich da ein bisschen durchzirkeln, plus die Aussicht. Wunderschön. So, ich bin immer noch nicht an der Verzweigung. Das dauert noch. So, die Verzweigung ist 50 Meter links unter mir, also noch eine Kurve. Da sieht man wieder schön die Äste, hat schön Platz. Also das ist geil, zwei Kameras auf dem Dach, dann hat man echt immer den Überblick. Kleiner Felssturz. So, da ist sie. Rechts geht's da zurück, von wo ich gekommen bin, und links geht's da hin, wo ich schon war, und dann geht's runter.
wieder mal Gas geben, seit langem. So, hier habe ich gewendet. Ist genügend breit. Und ab jetzt Neuland. Hä? Ja, das ist der Wahnsinn. Diese Sandberge da. So, jetzt geht es mal geradeaus. Also hier wurde nicht geteert, nie. Der Teer haben sie vermutlich gemacht, um die Türme zu bauen, um die LKWs, dass die hochkamen. Also mit dem Wald ist es einfach viel, viel schöner. Da unten ist ein Bock, irgendein Bock. Ja, schade. Habe ihn gerade noch knapp gesehen. Hier gibt es also Böcke. Und er ist da ins Tal runter. Sehr steil. Ja, leider habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ein Weilchen gewartet. Schade. So, jetzt hole ich zum ersten Mal die Astschere. Kämmte schon durch, aber der ist doch ziemlich dick. Man sieht, da ist schon meine durch. Also weg damit. Dann haben die nächsten Freude. So, sie ist weg. Und jetzt kann ich da weiterfahren. Hier sieht man übrigens auch wieder den Ast. Also ganz kleines Geäste noch. Aber das macht nichts. Ja, bis jetzt kam mir keiner entgegen. Da bin ich gar nicht unglücklich. Ich kann hier kaum ausweichen. Je nachdem. Ja, darum muss man immer vorausschauen. So wie ich das gemacht habe. Ja, ich denke, irgendwann sind die Bäume dann Geschichte, leider. Aber noch hat es. Ja, und hier gibt es sogar diese, keine Ahnung wie die heißen. Die hat man ja in den Gärten. Also das ist mal ein anderes Bild. Die Straße hier viel besser wie die andere. Obwohl sie nicht geteert ist. Also das ist jetzt ein Traum. Die Bäume weg, dafür gute Aussicht. Und eine super Piste hier. Kaum Verwaschungen. Da unten ist Almaria. Also das sieht doch wunderschön aus. Da sieht man die Piste, da komme ich dann runter vermutlich. Jetzt hat es eine Abzweigung, ich glaube die ist kaputt. Da sehe ich keine Spuren. Hier ist eine, aber sieht nicht mehr so super aus. Ja, also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt muss ich zu Fuß gehen, weil da jetzt auch keine Spuren. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Komisch. Ja, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht gut. Nee. Das geht gar nicht. Das wird sie nicht sein, da muss sie die andere sein. Ja, wieder zurück da. Jo, plötzlich hört die Straße auf, perfekt zu sein. Komisch. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Also mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Da ist gar kein Durchkommen. Ja, gibt es doch nicht. Hä? Das heißt, muss ich wieder zurück. Das gibt es doch nicht. Hä? Ja, da ist sie perfekt, hier hört sie einfach auf. Der Navi hat sie zwar drin, aber tja. Ja, die perfekte Straße endet da plötzlich. Jetzt entweder habe ich irgendwo eine Abzweigung runter verpasst und sonst, ja, keine Ahnung.
Jetzt gibt es nur eins mal zurückfahren. So, das war der erste Teil. Ja, die Spannung ist da und wie es weitergeht, erfährt ihr dann im nächsten Video, ob ich da aus den Bergen wieder rausgefunden habe, ob ich umdrehen musste, alles wieder zurück oder ob ich es geschafft habe. Ja, es bleibt spannend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer Daumen hoch und dann bis bald. Tschüss.